Ein Krankenhaus ist nicht unbedingt ein Ort, an dem man Kulturangebote erwarten kann. Dass es auch anders geht, beweisen die Frankfurter Rotkreuz-Kliniken. In der unmittelbar am Zoo gelegenen Klinik Rotes Kreuz findet regelmäßig die Veranstaltung Kultur im Krankenhaus statt. Und das im 5. Stock über den Dächern Frankfurts mit einem atemberaubenden Panorama. Wie es dazu kam, erklärt der Macher von Kultur im Krankenhaus Jörg Krupke. Krankenhaus an und für sich ist immer mit Krankheit verbunden, aber Krankenhaus kann auch was anderes sein. Wir haben einen tollen Veranstaltungsraum, wir haben tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und da haben wir uns gedacht, präsentieren wir uns in der Öffentlichkeit einfach mal als Kulturstätte. Kultur im Krankenhaus zieht regionale Größen an, wie den durch das Hessenfernsehen und Radio bekannte Moderator Tim Frühling. Er stellte bei einer heiteren Lesung seinen neuen Krimi »Der Kommissar mit Sonnenbrand« vor. Und bewies dabei unter anderem hochkarätige Dialektqualitäten. Es ist nur einer von vielen Heilsteinen. Der Amethyst wirkt inspirierend und hat einen direkten Einfluss auf dein Stirnchakra. Es ist eins von 7 Energiezentren im Körper. Damit wirst du in Momenten der Unsicherheit oder Trauer viel, viel stärker. In seinem 3. Kriminalroman lässt Frühling erneut die Bad Hersfelder Kommissare Daniel Rode und Brigitte Schilling ermitteln, die nach einem Mord an einem deutschen Auswanderer und einem spanischen Pizzaboten auf die Sonneninsel Gran Canaria gerufen werden. Tim Frühling erklärt, was diejenigen verpasst haben, die nicht bei der Lesung waren. Ja, die haben eine heitere Krimi-Lesung verpasst. Eine Dame hat zu mir gesagt, sie hätte ja gar nicht gedacht, dass eine Krimi-Lesung so lustig sein kann. Aber ich finde, das macht die Mixtur ja gerade aus. Bei den Büchern, die ich beschreibe, das ist halt einerseits lustig und dann am Schluss eben doch auch ein bisschen spannend wird. Das klappt immer, wenn man viele kuriose Charaktere mit reinbringt und da komponiere ich immer was zusammen. Und diese Komposition kam beim begeisterten Publikum an, das die Signierstunde zahlreich nutzte. Gute Gespräche und kleine kulinarische Highlights rundeten den Abend ab. Der nächste Termin von Kultur im Krankenhaus ist für März 2019 geplant.